Bibel Widerspruch Nummer 46. Die Evangelien sagen, dass Jesus einen Feigenbaum verfluchte. Verwelkte er sofort? A. Ja, Matthäus Kapitel 21, Vers 19. B. Nein. Er verwelkte über Nacht. Markus Kapitel 11, Vers 20. Antwort: Der Feigenbaum verwelkte gleich. Als die Jünger aber am nächsten Tag wieder vorbeikamen, war er bis zu den Wurzeln verdorrt. Matthäus berichtet wieder komprimiert. Siehe die Frage zur Tempelreinigung.